An dem Objekt einer Flüchtlingsunterkunft wurde ein stechender Geruch gemeldet. Aus dem Grunde rückten Feuerwehreinsatzkräfte hier an. In einem Gebäudeteil wurde Pfefferspray nachgewiesen. 7 Personen sind rettungsdienstlich versorgt worden, von denen eine Person ins Krankenhaus befördert werden musste. Die Leute klagten über Reizung der Atemwege und die ins Krankenhaus beförderte Person hatte eine Unterschenkelfraktur erlitten. Es rückten hier an die Einsatzstelle mehrere Löschzüge an, umfangreiche Anzahl von Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge sowie der leitende Notarzt. Bei diesen Flüchtlingsunterkünften wissen wir, dass eine große Anzahl von Menschen gegebenenfalls betroffen sind. Zudem gibt es ja auch Erkenntnisse aus dem Bundesgebiet, dass es durchaus auch mal zu Anschlägen auf diese Art Einrichtungen kommen kann. Aus dem Grunde sind wir da sehr sensibel und haben auch denn diese Kräfteanzahl, stellen wir da auch bereit. Nachdem es evakuiert wurde, belüftet massiv und wie gesagt, die Personen wurden rettungsdienstlich erst versorgt.